Hallo liebe Campingfreunde, ich bin hier auf dem Caravansalon 2022 und ich suche nach einem günstigen Fahrzeug mit genügend Platz für zwei Personen und wo ich mein Clubbike mitnehmen kann, beziehungsweise zwei Clubbikes für die Frau dann natürlich auch. Ja, und dann habe ich mir den Detlef geholt, der wird mir das Fahrzeug hier erklären. Ja, hallo liebe Freunde, willkommen bei Foster Vans. Hier interessanterweise auch noch Fahrzeuge zum Grundpreis für deutlich unter 50.000 Euro im Angebot. Das ist aber selten. Das wird hört immer weniger, leider. Ja. Deshalb kurz ein paar Kleinigkeiten hier bei der Fantasy-Baureihe. Das ist eigentlich schon die höherwertigere Baureihe der Forster Vans. Ja. Die zeichnen sich hier durch Ausstattung mit Fliegengittertür aus. Allerdings auch so, dass hier keine offene Rinne verläuft, sondern das Ganze so geschlossen ist, dass man hier einfach durchfegen kann, ohne dass hier Dreck liegen bleibt. Ja, elektrische Trittstufe selbstverständlich. Interessante Verdunklungsrollos, die kommen nämlich nicht wie üblich von links und rechts, sondern ich kann hier mit einer Handbewegung die Rollos von unten oben hochziehen. Ja, auf die Art und Weise habe ich auch die Möglichkeit, das Rollo einfach auf halber Position stehen lassen zu können. Ja, und ich kann meine Handyhalterung da oben dran lassen. Genau. So, gute Lösung auch hier in dem Bereich. So, hier draußen, wie gesagt, Fliegengittertür. Ja. Diese Aluschiene dient dazu, dass ich beispielsweise unseren Frühstückstisch nicht nur innen nutze, sondern auch genauso gut außen einhängen kann. Ja. Der Tisch selber hat hier nochmal eine ganz große Schwenkfläche, sodass ich hier auch die Frühstückstischgröße nochmal um einiges erweitern kann. Ja, kann man ganz bequem hier vom Beifahrersitz aus frühstücken. Genau, den kann ich natürlich dann auch beliebig noch nach hinten oder vorne verschieben über die Aluschiene, die hier hinten an der Wand ist. Ja, ich sehe, der Tisch ist auch ein bisschen tiefer, ja, der sieht ganz gut aus. Genau, den Tisch kann ich auch noch tiefer einhängen, dann habe ich hier vorne nämlich noch die Möglichkeit, ein zusätzliches zweites Bett aufbauen zu können. Okay. Ja, falls noch mal eine Person mitfährt oder falls der Tag nicht ganz so harmonisch war, gibt es auch die Möglichkeit, hier vorne noch eine zusätzliche Schlaffläche umzusetzen. Ich sehe gerade, die Wand da hinten ist ganz gut verkleidet. Die Wand ist nicht nur gut isoliert, sondern hier auch nochmal zusätzlich mit so einer Lederfront abgesteppt. Das bringt natürlich nochmal deutlich mehr Gemütlichkeit ins Fahrzeug. Für viele natürlich auch deswegen interessant, wenn man sich hier abends wirklich mal gemütlich hinsetzt. Ich habe kein Rollo, was mir in den Rücken drückt, sondern habe hier mit der weichen, abgesteppten Fläche natürlich eine ganz komfortable Möglichkeit, mich auch mal nach hinten anlehnen zu können. Das ist bei dem Fantasy-Modell ganz schön gelöst. Integrierte LED-Lichtstreifen. Ja. Hier auch für eine eventuelle Fernsehmontage sämtliche Steckdosen schon vorbereitet, sind schon serienmäßig an Bord. Damit in so einem engen Fahrzeug auch freundliche Lichtverhältnisse herrschen, hat die gesamte Fantasy-Baureihe diese hellen Möbelfronten eingebaut, weil die reflektieren das einfallende Tageslicht natürlich nochmal optimaler in den Innenraum, sodass wir hier ein schönes, helles, freundliches Fahrzeuginnere haben. Ja, und die Putzflächen halten sich in Grenzen. Genau. Interessant im Küchenbereich. Na, das räume ich jetzt nicht alles ab. Große Spüle, kennen wir ja. Doppelflammiger Kocher. Ja. Interessant ist zu sagen, sämtliche Wasserarmaturen bei Forster bestehen aus Echtmetall. Okay. Oft sind das ja Plastikteile. Ja. Bei uns bestehen die, wie gesagt, aus Metall. Die fallen ab. Ganz genau. Hier auch der Unterschied im gesamten Wassersystem, sind also nicht Tauchpumpen installiert, die im Tank schwimmen, sondern wir haben hier eine externe Druckwasserpumpe. Die saugt das Wasser aus dem Tank an und presst es in die Leitungen rein. Und das ist der Grund, dass ich hier im Forster Van überall Metallarmaturen an jeder Entnahmestelle habe. Und man kann vernünftig duschen. Der Nachteil ist, du sparst kein Wasser mehr mit den Dingern. Ne? Da geht richtig was durch. Ja, wir haben aber einen großen 100-Liter-Tank an Bord und interessanterweise natürlich auch einen großen Kofferraum. Ja, das zeigen wir gleich noch. Und da kann ich natürlich, wenn ich länger stehe, immer noch mal ein paar Kanister mit reinstellen. Ja. Also ich denke mal, das ist das wenigste Problem. Man kommt da trotzdem noch ganz gut hin. Eine große Besonderheit bei der Forster Fantasy-Baureihe ist hier natürlich ein Kühlschrank in angenehmer Griffposition. Oh, ist der blau beleuchtet? Blau beleuchtet. Cool. Interessant ist zu sagen, wenn ihr diese Alu-Elemente seht, das ist ein Hinweis, dass der Kühlschrank also nicht nur alleine über 12 Volt Betrieb läuft, sondern diesen Kühlschrank kann man auch über Gasbetrieb laufen lassen. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, wenn ich länger frei stehen will, völlig
autark den Kühlschrank über eine Gasflasche zu betreiben. Ich kann natürlich auf 12 Volt während der Fahrt umschalten. Ich kann auch auf 220 Volt umschalten, wenn ich den Stromzugang habe. Das muss ich hier manuell vornehmen. Ach so. Also das geht nicht von selber. Okay. Aber der Vorteil ist, dieser Kühlschrank hat überhaupt keine Geräuschentwicklung. Wichtig, gerade wenn er hier im Schlafraumbereich sitzt. Ja. Und eben die Möglichkeit Entlüftung nach außen. Das heißt hier komplette Autarkie, weil mit einer 11 Kilo Gasflasche könnte ich diesen Kühlschrank 4 Wochen lang betreiben. Ja. Ganz interessant, weil ich bei vielen Herstellern nur noch diese vorne eingebauten Kompressorkühlschränke sehe. Da bin ich natürlich auf 12 Volt Stromversorgung angewiesen. Und jeder, der so einen Kühlschrank an Bord hat, der weiß, nach 2, spätestens 3 Tagen ist die Batterie dann wirklich alle. Die größere Autarkie habe ich eigentlich, wenn ich die Möglichkeit habe, das Gerät auf Gas umschalten zu können. Das ist richtig. Dadurch, dass ich jetzt hier vorne keinen Kühlschrankeinbau habe, ergeben sich natürlich im Küchenbereich deutlich größere Schubladen. Ja. Weil hier kann ich die gesamte Breite des Küchenblocks in voller Größe nutzen. Aber der Block ist auch schmaler. Der Block insgesamt ist schmaler, weil ich hier vorne die Einbaubreite des Kühlschranks nicht berücksichtigen muss. Genau. Das heißt, ich brauche letztlich nur mit den schmalen Armaturen schauen, dass ich die in einen verhältnismäßig schmalen Küchenblock reinbringe. Und dann ergibt sich natürlich hier im Laufgangbereich ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Genau. Gut, dadurch hast du auch jetzt die breitere Sitzbank. Genau. Breitere Sitzbank, stressfreie, strapazierfähige Polster. Interessant ist zu sagen, hier vorne im Sitzbankbereich auch die Heizung verbaut. Okay. Innerhalb der Fantasy-Baureihe haben wir ein interessantes System entwickelt. Die Heizung für das Fahrzeug insgesamt ist eine Dieselheizung der Firma Webasto. Mhm. Das heißt, ich muss noch nicht mal zum Campingfachbetrieb, sondern ich kann hier bei jedem Bosch-Dienst den Service, eventuell anfallenden Service für die Webasto-Heizung in Anspruch nehmen. Und für das Warmwasser haben wir uns wieder beim bewährten System der Firma Truma orientiert. Das ist ein normaler Bootsboiler mit 10 Liter Inhalt der Firma Truma an Bord. Ja, ja. Ausschließlich für das Warmwasser. Ausschließlich für Warmwasser, ja. Genau. Und das ist ja nicht so viel an Energie, die man da braucht. Hier auch wieder viel Metall verbaut. Ja. Richtig stabile Klinke als Eingang zum Badezimmer. Finde ich persönlich gut. Viele mögen es nicht. Die haben Angst, dass sie dahinter haken könnten. Genau. Auch ein interessantes Detail. Lohnt sich nochmal darauf hinzuweisen, weil es ist keine Selbstverständlichkeit. Diese Tür schlägt nicht auf der gegenüberliegenden Seite an, sondern lässt sich wirklich am Kühlschrank vorbei komplett öffnen. Kannst du da hinten als Ankleide nutzen. Genau. Dann kann man auch mal inkognito übernachten. Wenn ich mir jetzt hier noch einen kleinen Magneten ranbringen würde, schnell dann gemacht. Hätte ich die Möglichkeit, wie eine Art Raumtrenner diese Tür nutzen zu können. Super. So. Genial. Im Waschraum, genau, wieder interessant. Relativ große Handbrause. Mhm. Ja gut. Fast wie eine Regendusche. Wir haben ja eine Druckpumpe. Für die Druckpumpe wieder wichtig, letztlich auch für die Haltbarkeit des Fahrzeugs wichtig. Hier überall wieder metallische Mischarmaturen, auch hier eine Metallarmatur. Ganz bewusst das Waschbecken mal etwas mehr nach links in die Ecke gebracht, damit sich hier vorne im Duschbereich ein größerer Bewegungsfreiraum ergibt. Ja. Wir haben hier auf eine Schwenkwandlösung verzichtet, dadurch erreichen wir eine größere Raumtiefe. Auch wenn jemand etwas korpulenter ist, oft gibt es Probleme mit einer relativ schmalen Duschkabine. Im Kastenwagen muss man ja immer so ein bisschen an das Raumverhältnis im Gesamten denken. Mhm. Deswegen hier eine ganz simple Duschvorhangslösung. Die muss ich aber ganz, also ohne viel Aufwand, lässt sie sich hier montieren. Das sind alles kleine Magnetschnepper. Die werden einfach nur eingeklipst. Mhm. Und dann habe ich einen großen umlaufenden Duschvorhang, in dem ich mich aber relativ frei bewegen kann. Mhm. Ohne dass eine feste Wand mich an der Bewegungsfreiheit stört. Oben haben wir noch eine Zwangsentlüftung. Oben Zwangsentlüftung, Außenfenster würde ich dringend empfehlen. Ja. Das ist bei vielen Herstellern leider nicht mehr vorgesehen. Bei Forster seemäßig an Bord. Weil der große Vorteil des Außenfensters ist natürlich eine prima Entlüftung und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit, die Dusche an sich einfach durchs Fenster rausreichen zu können. In diesem Fall würde ich mir hier noch einen Duschstopper reinbauen, weil dann kann ich mich draußen in Ruhe einseifen, hier den Wasserdurchfluss sperren und die Pumpe am anderen Ende schaltet sich durch den steigenden Wasserdruck automatisch ab. Ja, genau. So, was kann ich euch hier hinten noch zeigen? Den Kühlschrank haben wir schon angesprochen. Im unteren Bereich hier nochmal ein Kleiderschrank. Okay. Ne, der ist an sich gut nutzbar. Wenn ich hier die untere Klappe öffne, dann hat man den Blick frei auf die Pumpentechnik. Ah, ja. Da ist die angesprochene Druckwasseranlage und da unten auch der Ablasshahn. Kommt mal ganz gut ran da.
Genau, wenn ich im Winter das System entwässern möchte. So, hier wird es auch nochmal interessant. Die Betten lassen sich komplett aufstellen. So, also erstmal natürlich eine vernünftig breite Liegefläche von 1,45 Meter und 1,93, 1,94 Länge. Ja, das kommt dadurch zustande, dass links und rechts keine Fenster sind. Das finde ich persönlich gut. Ich persönlich würde von den Fenstern abraten, weil die Fenster haben nach innen immer vorstehende Einbauteile. Genau. In dem Falle sind dann Rollos oder Plissés da drin geführt. Es nervt einfach nur. Es nervt. Wer größer als 1,80 ist, kennt das Problem. Ja, ich bin entweder mit den Füßen oder mit dem Kopf immer irgendwie an der Innenseite der Fensterverkleidung dran. Also so habe ich natürlich eine Fenster hier reichen völlig aus. Die reichen völlig aus, zumal ich ja oben auch noch eine große Hebel-Kippdachlösung habe. Und dann hat man den Kamineffekt und das sieht richtig schön durch. Ganz genau. Angenehm gemacht. Dadurch, dass hier keine Fenster sind, kann man sich auch mit dem Kopfkissen mal prima an die Wand anlehnen. Genau. Es lässt sich auch herrlich inkognito übernachten, weil der ganze Wagen wirkt natürlich durch nicht so viele Fenster eher wie ein Lieferwagen sieht nicht gleich auf den ersten Blick nach dem Fahrzeug aus. So, das Kopfende haben wir auf die Seite verlegt, schön gelöst. Ich brauche nicht lange nach dem Lichtschalter suchen, sondern fasse die Lampe insgesamt einfach nur das an. Das ist super. Und dann gehen die Leuchten automatisch. Und die Lampen haben alle eine USB-Steckdose? Genau, oben ist noch eine USB-Steckdose überall vorgesehen. Die lassen sich in jede Richtung schwenken. Schön auch nicht einfach nur eine Plastikseitenverkleidung, sondern das alles nochmal schön angenehm mit Stoff abgesteppt und gepolstert, sodass ich hier eine vernünftige Isolierung in der Wand habe und gleichzeitig aber auch eine angenehme Haptik nach innen. Ja. So. Die Schränke ganz bewusst in Weiß gehalten, weil dadurch wird das einfallende Tageslicht innerhalb des Fahrzeugs nochmal zusätzlich reflektiert, sodass ich hier insgesamt einfach einen angenehmen, hellen und freundlichen Wohnraum habe. Da habe ich natürlich durch die gerade Bauform auch entsprechend Stauraummöglichkeiten, weil so lässt sich ein Schrank effektiv wirklich vernünftig beladen. Ich vermeide dieses nach unten schmaler werden, weil dadurch können wir hier auf einer breiteren Bodenfläche natürlich Bekleidung optimaler in die Schränke einladen. Genau. Dann kommen wir mal zur Heckgarage. Da habe ich schon mein Klappbike eingeladen. Ja, und wie ihr seht, hier passen gleich zwei nebeneinander. Und nun kann man sich das aussuchen. Entweder man macht die Kisten nach vorne oder man macht die Kisten nach hinten. Also ich würde ja für mich persönlich die Kisten direkt nach vorne schieben und so kann man die Bikes ganz bequem ein- und ausladen und muss nicht lange auf den Fahrradträger raufschrauben. Also das ist eine super Geschichte, gerade wenn man so ein Bike rausnimmt, ist das ja ruckzuck aufgeklappt. Mit dem Faltrad jetzt natürlich eine super Lösung. Ich habe hier ja insgesamt einen ganz normalen Campingwagen mit der 1,90 Stehhöhe. Das heißt nicht die Hochdachlösung, sondern hier die H2 mittlere Lösung. Ja. Interessant ist, dass dieses Fahrrad nun wirklich ganz exakt bis an die Unterkante der Lattenroste geht. Das heißt, wir haben hier eine lichte Höhe von, ich messe es gerade mal nach, es sind wirklich genau 70 cm. Wow. Ja. Und auf diesen 70 cm gelingt es mir, dieses Faltrad wirklich in voller Größe reinzubringen. Gleichzeitig die Möglichkeit, hier hinten sogar noch ein zweites Fahrrad einstellen zu können. Und nach hinten eben entsprechend weitere Gepäckstücke in Boxen zu verladen oder eben zwei Fahrräder hintereinander zu stellen. Das kann man hier auch machen. Und hier in dem Bereich beispielsweise die Camping-Utensilien, Campingtisch, Campingstühle da an die Wand zu bringen. Hier haben wir keine Schubladen, weil hinter dieser Wand versteckt sich der Frischwassertank. Mhm. Ja. Und auf der Seite eben der übliche Gasflaschenkasten für die 2 11-Kilo-Flaschen. Und ist von hinten beladbar, das ist auch super. Von hinten beladbar, das heißt, ich muss im Innenraum nichts extra rausräumen, sondern ich kann hier immer jederzeit an die Gasflaschen ran. Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Lösung. Interessant wäre noch zu sagen, dieser ganze Bereich lässt sich direkt hochschwenken. Das heißt, ich bringe quasi die Matratzen hier in eine senkrechte Position, räume die Dekoteile vorher weg, normalerweise. Schwenke dann dieses Matratzenbauteil hoch und kann natürlich dann entsprechend hier diesen Lattenrost komplett hochfalten und oben fixieren. Und habe in dem Fall natürlich eine komplette riesen Stauraummöglichkeit. Und kann natürlich sortieren, wo machst du jetzt die Kisten hin, wo die Räder. Also das ist schon eine super Geschichte. Gut, wo ist Forster wieder anders als die anderen? Hier lohnt sich nochmal ein Blick auf den Lattenrost an sich. Wir haben hier also keine schweren Holzgestelle verbaut und auch keine Stahlrohrrahmen, sondern wir haben schönen leichten Aluminiumlattenrost mit voll integrierten Holzlattenfedern mit drin. Ja. Das heißt, der ist schön flach,
der ist schön leicht und ich kann hier über diesen Clipsmechanismus den ganzen Lattenrost ohne große Probleme auch spielend leicht aus dem Fahrzeug rausräumen. Super. Ja, so bringe ich es wieder runter, lege es wieder rüber, pack die andere Matratze wieder dazu und habe wieder die volle Bettengröße, wie es normalerweise jetzt für zwei Personen braucht. Ideal hier, Fahrrad passt im gefalteten Zustand wirklich ideal darunter. Ja. Und für zwei Personen eigentlich inklusive der E-Bikes gefaltet unterm Bett eine perfekte Lösung. Ja. Schön beim Einladen ist noch die Situation, dass wir auch keine Kabelschächte auf dem Fußboden aufgebracht haben, sondern dass derjenige, der hier den Laderaum nutzt, quasi einen durchgehenden Fußboden von hinten nach vorne hat, ohne irgendwelche Stolperkanten vorzufinden. Ja, das ist natürlich super. Das habe ich immer bei meinen gehasst. Bin da immer gegengekommen. Also in vielen Details richtig viel nachgedacht. Das Ganze eben in hellen, freundlichen Holzoptik. Ja. Dass der Wagen insgesamt wirklich ein freundliches, helles Ambiente hat und auch vom Raumgefühl einfach luftig, leicht und freundlich dasteht. Ja, so sieht es bei Forster aus. Ja, liebe Campingfreunde, was haltet ihr von der Idee mit den Clubbikes hinten drin? Macht ihr das auch so? Ja, und dann schreibt es in die Kommentare. Ja, und ich sage recht herzlichen Dank und weiterhin gute Tage auf dem Caravan-Salon. Dankeschön. Ja. Viel Spaß noch. Ciao. Ciao.